Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Monsters. Monster. Ja, ich habe versucht zu updaten. Und ihr seht ja, was dabei rausgekommen ist. Ich fürchte, ich sollte woanders hingehen und mir dort ein schönes Haus bauen, denn diese Umgebung ist nicht mehr das Wahre. Ich kann ja jetzt erstmal noch meine ganzen Sachen holen gehen, mach mir dann Backpacks und erkunde dann erstmal ein bisschen die Gegend und guck mal, wo ein schöner Ort ist. Das mache ich jetzt am besten. Gleichzeitig hole ich mir ein bisschen Sand, aber vorher, ganz dringend, gehe ich mal ins Bett. Genau, und diesmal mache ich das auch ohne Facecam, denn das letzte Mal, als ich das zusammengeschnitten habe, hat das Synchronisieren und Schneiden ohne das Rendern allein 2 Stunden gebraucht. Da habe ich mich selbst verflucht, einfach nur. Nicht schön. Deshalb mache ich das diesmal nicht. Tut mir leid, aber ist halt so. Diesmal habe ich aber eine neue Liste, denn ich habe gemerkt, mir fehlt so einiges. Und die werdet ihr jetzt genau sehen. Für so etwa die Zeit. Stopp. So. Ich weiß selber noch nicht, was draufstehen wird. Ich habe mir zwar ein paar Stichpunkte drauf gemalt oder drauf gemacht, aber ganz genau steht es noch nicht fest. Also ich nehme es auf und gucke später mal, was man damit machen kann. Sehr intelligent von mir. Und ja, was gibt's Neues? Ja, wie gesagt, ich habe versucht zu updaten. Ich benutze nämlich im Moment noch eins. Wo bist du? Zombie. Skelett. Da bist du. Du kommst nicht weit. Ja, ich. Oh, das war natürlich dumm. Okay, vielleicht kommst du doch etwas weiter, als ich dachte. Oder du stirbst vor meinen Augen. Ja, und ich habe versucht, auf 1 irgendwie 0 zu updaten. Das hat aber nicht funktioniert und deshalb bin ich jetzt wieder hier mit dieser wunderschön generierten Welt. Zumindest beim Startpunkt. Muss ich mal gucken, wie ich jetzt das Ganze regle. Komm, stirb einfach. Du hast bei mir nichts verloren. Ja. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich am Anfang dummerweise die Welt nicht gesaved habe und dann einfach vergessen habe, ein paar Mods anzuschalten. Also, es liegt an meiner eigenen Dummheit, wenn ihr es genau wissen wollt. So. Wir wollen ja immer noch die Smeltery bauen. Und dafür baue ich jetzt auch gerade fleißig Sand ab. Genau, ein bisschen Gravel kann ich auch schon abbauen. Schadet nicht. Mal gucken, wenn ich gleich wieder zurückkomme, ob ich irgendwas gefunden habe. Wie schnell. Also, ich muss sagen, die Schaufel, die ich mir hier gemacht habe, die ist irgendwie richtig geil. Auch wenn die so schnell wieder kaputt geht, aber das kann man ja noch mit bisschen Diamanten oder sowas ausgleichen. Das kriegen wir schon hin. So. Ich mag irgendwie dieses Biom nicht so ganz. Und ich weiß auch nicht so richtig. Ah, ich habe keine Spitzhacke dabei. Dumm gelaufen. Was ich dagegen tun kann. Also noch nicht.
Doch, das wird sich wahrscheinlich im Laufe der heutigen Folge ändern. So. Na, da ist Wüste. Kann ich mir eigentlich mal einen Marker setzen, Wüste? Dann weiß ich, wo ich an meinen Sand komme. Falls ich mal wieder etwas mehr Sand brauche. Mehr Sand, haha. Oh, was haben wir denn hier? Das sieht nach einer neuen Welt aus. Die aber ziemlich komisch entstanden ist, muss ich wirklich sagen. Ach, wie wär's, wenn wir hier drinnen unser Haus reinbauen? Das wäre doch mal eine geile Idee. Dann haben wir hinter unseren Dschungel. Ich liebe nämlich Dschungel. Müsst ihr wissen. Dann bauen wir hier genau unser Haus hin. Bauen wir das so schön groß. Ich habe mir überlegt, ich baue das aus. Boah, ich weiß jetzt nicht, wie das Stone heißt. Auf jeden Fall diesen Clean Stone, den man 4x4. Wieso baue ich denn eigentlich hier überhaupt noch Sand ab? Die man 4x4 bauen muss. Boah, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Stone Brick, genau. Aus Stone Brick baue ich das Haus. Habe ich mir jetzt einfach mal überlegt. In der Zeit. Dann kann ich hier hinten meine Tuchtle arbeiten lassen. Die fährt dann hier schön immer in den Berg rein und wieder raus. Damit das Ganze etwas unauffälliger ist, so wie jetzt gerade meine Apparatur. Die ist ja etwas offensichtlich. Und ich habe am Wochenende auch versucht, mit meinem Bruder das zu spielen und gegebenenfalls auch aufzunehmen. Das Problem war allerdings, dass er irgendwie nicht connecten konnte. Ich weiß nicht, woran es lag. Windows Firewalls und so weiter haben wir alle geguckt. IP-Adresse, naja, brauchen wir gar nicht. Aber, oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ich hasse diesen Sand. Ich hasse ihn sowas von. Scheiße. Richtig scheiße. Nein. Respawn. Boah. Ich könnte mich selbst köpfen. Aber so richtig, so richtig. Das bedeutet, ich habe wieder alle meine Sachen verloren. So. Und ich habe alles verloren, was ich gerade gebraucht habe. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Ich habe noch nicht mal Holz. Okay, eine Holztür. Habe ich nichts. Hier habe ich auch kein Holz. Super, ich muss mir erstmal Holz holen gehen. Ist das nicht ein richtig geiler Anfang? Übrigens, ich habe ein Problem oder ich habe eine Beseitigung eines Problems gefunden. Nämlich, dass meine Turtle. Hör auf, Kuh, du regst mich gerade auf. Dass meine Turtle das Problem hat, dass die halt Kohle verbraucht. Ich aber so gut wie
keine Kohle habe. Da habe ich mir einfach gedacht. Er sieht jetzt scheiße aus, ist aber egal. Muss mal gemacht werden. Ich habe mir einfach gedacht, dass ich, oder ich habe es gesehen, dass ich das mit Lava Buckets auch betreiben kann. Wäre eigentlich eine gute Idee, das jetzt zu machen. Dass die gleich arbeitet, während ich wieder unter Tage bin oder irgendwo anders. Denn das ist wirklich, wirklich scheiße, was gerade passiert ist. Vor allen Dingen, wenn die ja in einem drinne sind, dann. Oder wenn die Items irgendwo drinne sind, dann gehen die ja weg, soweit ich weiß. Das bedeutet, ich kann die auch nicht wiederholen. Und ich kann die jetzt auch nicht wiederholen, weil ich einfach nichts habe, womit ich die abbauen kann. Den Treibsand. So. Erstmal baue ich mir ein Oberteil, das ist wichtig. Dann baue ich mir zwei Lava Buckets. Oder zwei Buckets für die Lava nachher. So. Komm, erstmal ein bisschen Zeug. Dann ein Schwert. Ist nicht schlecht. Ich hätte das jetzt auch mit Tinkers Construct machen können. Habe ich aber gerade keinen Nerv zu. Überhaupt keinen. So. Und eine. Wuhu! Eine.